Schneeleopardenkind Askai ahnt nichts Gutes im Tierpark Berlin. Heute kommt Dr. Pauli zum Haus, besser gesagt Käfigbesuch. Askai und sein Bruder stehen mal wieder im Impfkalender. Die Katzen, die werden immer mit 8 Wochen und mit 12 Wochen geimpft. Also grundimmunisiert nennt man das, so Grundimpfung. Und dann eigentlich jedes Jahr nochmal. So, Jungs, fangen wir hier mit Askai an. Gut, fangen wir mit Askai an. So, Askai, aber ganz kurz. Komm her, Dicker. Weiße Handschuhe. Askai. Das sagt alles. Reichen durch? Reichen durch? Was soll denn alles weg, ne? Na, komm her, Dicker. Hier, halt länger. So. Guck mal, erste Box. Ich hab ihn. Passen. Er sitzt ja. Das war ein bisschen nice, aber er sitzt. Das macht nichts. So. So, na dann komm, dem Schnuckelchen. So. So, kann losgehen. Merkst du? Okay. Das ist ja gut, Dicker. Hast du da überstanden? So, das war ich schon. Mehr war nicht. Mutter Sayen steht der Impfaktion höchst skeptisch gegenüber. Lana, kommst du freiwillig? So, mein Süßer. Du hast es überstanden? Hm? Lana. Oh, da kommt ja schon der Nächste. Hey. Hm? Schnuckelchen. Bruder Lanak ist couragierter. Na komm. So. Und lauter. Ist er gut, ist er gut, ist er gut, ist gut, Schatz. Ist doch alles bestens. Ja, hast du da überstanden. Arme Schnuckelchen. Oh. Ja. Ist wichtig für dich in deinem Leben, sollst du nicht krank werden. Hm? Na, siehst du. Oh. Schnurzel. Hm? Ja. So. Mami hat überhaupt nicht gebohrt, hä? Man hat das jetzt gesehen, die sind schon recht proper, ne? und kräftig und wütend, wenn man sie packt. Das ist mit 12 Wochen bei manchen schon nicht mehr so ganz ungefährlich, würde ich sagen. Also Schneeleoparden geht noch. So, ihr Hübschen, das war's. Jetzt geht's wieder raus zur Papan. Der wartet schon. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt losgehen. Ihr kleinen Süßen. Hm? Haben wir doch gesagt. Alles, so. Alles schon schön. Wieder vergessen. Ja. Hm? Na, spätestens, wenn man jetzt mit rausgegangen ist, zu Papa auf die Anlage, dann fahrt die Weile über die Impfaktion draußen. Dann ist alles halb so dramatisch, ne? Dann könnt ihr Papa erzählen, was euch passiert ist. Und dann wird Papa sagen, ja, nee, das hat ich schon öfter in meinem Leben. Gerne mal zubeißen, aber. Du, Schnupps? Siehst du, der Erste geht schon. Hallo, Sayen, hinterher. Hm? Na komm, Engelchen, geh mal raus. Der ganze Stress wie weggeblasen. In freier Wildbahn ist es doch am schönsten. Ja, guck mal, Vati liegt hier hinten. Den hat es gar nicht groß interessiert, dass seine Familie kurzzeitig nicht da war. Er ist froh, dass er selber in Ruhe gelassen wurde. Ja, dass er heute nicht dran war mit Impfen. Okay, aber die Kleinen haben das schon wieder längst alt vergessen. Ja. War da überhaupt was? Und Lanak muss ich noch sauber machen. Den haben wir zu viel angefasst. Dem haben wir zu viel fremden Geruch auf dem Fell verbreitet. Naja, ist nur momentan ihre Zeit. Nö. Eine Stunde später spielen sie hier wieder. Drum sind sie rum. Na, erst Mittagszeit. Ist Ruhe angesetzt. Das ist eine gute Voraussetzung, eine Pause zu machen jetzt. Bring einen so richtig auf die Idee erst. Und die Pause verleitet zum Mittagsschläfchen. Alle Schneeleoparden ruhen. Ihre Namen klingen nach Mut. Aber die neue Wohnanlage wirkt doch etwas einschüchternd auf Bonnie und Clyde im Zoo Berlin. Wir haben jetzt die Tyras umgesetzt. Die haben jetzt ihre neue Behausung bezogen.
Die Innenkäfige sind jetzt etwas kleiner, dafür haben sie eine große Außenanlage und momentan sind sie auch noch sehr nervös. Deswegen sind sie da drinnen sehr aufgeregt. Aber das ist normal, wenn die jetzt die neue Anlage erkunden müssen. Und das Marder sind immer sehr aufgeregt, wenn irgendwas Neues ist. Und die werden sich schon nach einer Weile dran gewöhnen. In der Zeit, wo sie jetzt hier sind, ist sie ruhiger geworden. Und er ist jetzt ein bisschen der Hasenfuß geworden bei den Beinen. Und sie die Mutige. Und sie muss ihn immer so ein bisschen animieren. Nun komm schon, nun guck dir das da auch mal an. Und das wird schon. Also er ist jetzt momentan sehr aufgeregt. Und das wird schon wieder wehren. Da machen wir uns keine Gedanken. Naja, Detlef Liebschwagers Worte in Tairas Ohren. Im Moment wirkt das legendäre Gangsterpaar harmlos wie Meerschweinchen. Bonnie und Clyde trauen sich einfach nicht raus. Vielleicht beim nächsten Versuch. Sophie, die schottische Hochlandkuh, bekommt ein Kind. Nicht ihr erstes. Deshalb behält sie wohl die Ruhe. Marina Fanke hat alles im Blick. Sie kennt sich aus. Die Anzeichen sind schon so, dass es gleich losgehen wird. Wir haben in ungefähr den Termin gewusst, da wir die Paarung beobachtet haben. Die Rinder tragen ja genau wie der Mensch 9 Monate. Der Termin war vor 2 Tagen, aber so ein bisschen plus minus ist ja normal, noch im normalen Bereich. Man kann schon die Vorderbeine sehen. Also bei den schottischen Hochlandrindern haben wir es ganz selten, dass wir das mal am Tage beobachten können, weil in der Regel die Geburten in den ersten frühen Morgenstunden erfolgen. Das ist dann so ein Hormon, was dann ausgeschüttet wird, das heißt Oxytocin. Und es wird in der Nacht erst im Dunkeln wirksam. Und dadurch erfolgen die meisten Geburten in den ersten frühen Morgenstunden. Das ist zwar noch eine jüngere Kuh, aber die hat auch schon mehrere Kälber. Also ich glaube, 5 Kälber hatte sie schon. Vorderbeine sind deutlich zu sehen. Fruchtwasser ist schon abgegangen, die Fruchtblase ist also schon geplatzt. Bei Rindern kann es schon ein bisschen länger dauern. Also kann bis zu 1 Stunde dauern. Ich könnte jetzt natürlich rangehen und helfen ein bisschen, aber die Sophie, die ist nicht so ohne. Also die ist nicht so eine liebe, zahme Kuh. Und da besteht dann doch die Gefahr. Erstmal will ich sie jetzt auch nicht stören in der Phase. Und die könnte dann auch mal mit den Hörnern zuhauen. Also auch dann, wenn ein Kalb geboren ist, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich dem Kalb nähert. Also sie verteidigt es dann auch. Also jetzt kommt die schwierigste Phase, jetzt scheint wohl der Kopf dann zu kommen. Na, jetzt ist der Kopf und ein Ohr ist schon draußen. Nur zaghaft orientieren sich Bonnie und Clyde auf neuem Terrain. Draußen ist's ja doch ganz nett, findet Clyde plötzlich. Prompt wird auch Bonnie neugierig. Mal gucken. Na, wie gefällt's euch? Alles neu, wa? Bisschen nervös? Bisschen nervös, meine Süßen? Ja, meckert mal wieder. Ich komme ja nicht näher, keine Angst. Und dann hat man es eigentlich gedacht, da mit dieser Rutsche, die da ist, dass sie da runterrutschen. Aber ich glaube eher, dass sie da mehr hoch und runter klettern werden als rutschen. Aber wir haben es probiert, werden wir sehen, was sie daraus machen werden. Weil sie sind sehr verspielt beide. Also, das hat man ja schon in den großen Innenkäfigen gesehen, dass man da also viel anbieten muss den Beinen. Weil denen ist irgendwie immer langweilig und die sind immer drauf aus, irgendwas zu machen. Dauert eine Weile, bis sie die Anlage erstmal richtig erkundet haben und alles ausprobiert haben. Und wenn es dann soweit ist, dann müssen wir wieder mit anderen Sachen anfangen, um die zu beschäftigen.
Teiras sind ausgesprochene Höhenkletterer mit allen Konsequenzen. Wie kommst du jetzt da wieder runter? Auch nicht schlecht, der Trick. Auch nicht schlecht. Na, meine Süßen, so ein kleines Schmankerl hier, damit ihr ruhiger werdet. Na, du komm. Und nimm meinen Finger, da ist kein Apfelmus dran. Denk daran, deine Nase sauber machen. Schön sauber. Schön. Besser geht's nicht. So, dann erkundet mal eure Anlage. Dann werde ich mal wieder runtergehen, noch ein bisschen was tun, wa? Bis zum nächsten Mal. Das Erweiterungsgelände im Zoo Berlin. Wasserschwein Borsti ist einsam. Na, Borsti? Borsti darf nicht zu den anderen Südamerikanern. Ein hartes Schicksal, das Gründe hat. Das Problem ist einfach, der ist zu klein. Und die Mädels würden ihn sofort attackieren. Er hat nichts gegenzusetzen, kann sich nicht wehren. Und von daher können wir die leider nicht zusammenlassen. Das wussten wir damals aber auch nicht, als er kam. Und haben noch gehofft, dass er größer wird, aber das wird nichts mehr. Also, Brautschau funktioniert nur durch den Zaun. Und ohne weitere Aussichten. Das macht Borsti traurig. Obwohl die Mädels sogar auf ihn reagieren. Die beiden schnuppern denn schon mal. Und unten ist es ja enger, der Maschendraht, und oben breiter. Und dann klettern die da rauf und beißen sich gegenseitig schon. Dann kommt er schon mal mit einer blutenden Nase abends rein. Und ein bisschen ramponiert im Gesicht ist er ja auch leicht. Normales Verhältnis ist eher, dass er Rang höher ist und die Mädels in Schach hält und sie auch eindeckt, was er ja auch nicht machen kann, weil er zu klein ist. Man kann ja keine Leiter besorgen, um auf die Mädels draufzukommen. Und von daher ist es kein normales Verhältnis. Und dann akzeptieren sie ihn halt auch nicht, ne? Und was bedeutet das für Borstis Zukunft? Den behalten wir jetzt erstmal hier. Wir hatten schon überlegt, auf anderen Anlagen zu lassen, wo andere Säugetiere mit drauf sind. Es ging ja vorne bei den Flachlandtapiren, die kommen aus der gleichen Region. Aber da hat er seine Artgenossen nicht. Und das wollen wir schon so ein bisschen. Er fühlt sich hier wohl, ich habe nicht das Problem. Oder das Gefühl, dass er sich unwohl fühlt, er frisst. Er sucht ja auch den Kontakt zu den Mädels und ist denn hier schon die beste Lösung. Borsti ist schüchtern. Ganz anders KP. Die lässt sich sogar kraulen. Die ist 97 geboren, also 10 Jahre alt. Und die ist einfach sehr genügsam. Ne, die hat keine Angst, die hat auch Jungtiere. Das ist eine Tochter von ihr. Und die andere Mädel, was auch noch drauf ist, auch eine Tochter von ihr. Die hat noch keine Jungtiere. Und die nimmt das alles nicht mehr so genau. Die hat nicht so viel Angst. Die ersten Jahre vielleicht auch hier, als sie jung war, hier ankam. Immer versucht, immer näher ranzugehen und dann kann man sie auch mal streicheln. Die können so 12 bis 15 Jahre können die schon werden. Eine Mausi, sie frisst gut, sie hat klare Augen, das ist wichtig, sie badet auch sehr gern, wenn wir das Becken, einmal die Woche machen wir das Becken, wenn wir das frisch gemacht haben, dann geht es auch schön tauchen und schwimmen. Eben wie es sich für ein echtes Wasserschwein gehört. Borsti pflegt derweil Zaunbekanntschaften. Oder auch nicht. Tischzeit bei den Nasenbären, den ungeduldigen Allesfressern mit der Vorliebe für Fleisch. Aber auch wenn nur Vegetarisches im Angebot ist, ist sich jeder selbst der Nächste. Schluss mit Nasenbären lustig. Was ist denn los hier? Wird's gestritten? Gestritten? Wieso? Die Stärksten fressen zuerst. Klar gibt's immer Futterneid bei sowas. Gerade die dominanten Tiere haben immer Angst, dass sie nichts Besonderes kriegen. Deswegen, zum Großteil sind auch nur die Großen hier. Das sind Männchen, ein großes Weibchen.
Die anderen halten sich ein bisschen in den Hintergrund. Und wer es an Zurückhaltung mangeln lässt, hat dann gedreht. Wird bestraft. Böses. Ah, da hört man schon, dass sie denn untereinander sich nicht ganz einig sind, wenn sie so schreien. Kloppen sie sich gegenseitig weg. Aber im Groben geht es schon gut. Das meiste verteile ich sowieso hier nachher auf der Anlage. Und dann können auch die, die ein bisschen rangschwächer sind, können sie dann was fressen. Ey, jetzt hör auf. Na. Da gibt's eine Rangordnung. Der Mann und seine Nasenbeere. Das Boot ist voll. Und Markus Hopke kann seine Schützlinge ganz aus der Nähe begutachten. Vor allem kann man schön kontrollieren, wenn sie so nah dran sind, ob sie was im Fell haben. Öfters mal haben sie Milben oder Läuse oder Zecken. Und wenn man sie so nah dran hat, deswegen machen wir ja die Fütterung hauptsächlich auch so, dann kann man schön im Fell gucken, ob da irgendwas ist. Und dann kann man dagegen auch agieren. Und jetzt das Nasenbären-Futterballett. Auftritt. Jährliche Blutabnahme bei den erwachsenen Elefanten. Die Werte sollen zeigen, ob der Vitaminhaushalt stimmt. So. So. Tanja stehen. Tanja, ruhig, Herr Lieb. Wir versuchen mal wieder wir nehmen die außen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Vielleicht ist es besser, wenn wir tauschen. Tanja, hier stehen. So. Das Ohrläppchen hat gute Venen. Ist für die Kanüle sehr geeignet. Tanja. So, jetzt müssen wir. Tanja, hier. Nase weg. Und läuft's? Jo. Tanja, hier. Patientin Tanja steht ganz entspannt. Komm, Nase weg. Zwei Röhrchen. Tanja, hier. Ja, wir nehmen ja das Blut einmal, um natürlich über den Gesundheitszustand der Tiere Aufschluss zu kriegen, aber jetzt hier in dem speziellen Fall über den Vitamin E-Haushalt im Blut und im Urin von asiatischen Elefanten. Das Vitamin E spielt ja eine wichtige Rolle bei verschiedenen Stoffwechselvorgängen. Einmal in der Fortpflanzung. Man weiß nicht genau, ob das einen Einfluss auf den Reproduktionszyklus hat. Tanja. Das wird ja nicht nur bei unseren Elefanten gemacht, sondern bei verschiedenen anderen Elefanten in anderen Zoos auch. Sodass man da einen guten Vergleich hat. Okay. Hier, komm her, festhalten. Gut, die Nase weg da. Goti. Hier steh. Okay, wir sind jetzt hier fertig. Gut, ich gehe mich mal kurz duschen. Dann ja steh. Oben, komm mal her hier. Die merken das, aber das ist Übungssache. Wir haben das jetzt schon so oft bei denen gemacht. Außerdem kriegen sie immer ein paar Leckerchen. Während wir ihm Blut nehmen, dann vergessen wir gleich. So, ja, jetzt müssen ja noch die Urinproben genommen werden. Von den drei Kandidaten hier. Aber da müssen wir heute nichts einfrieren. Ne? Das nimmst du ja gleich mit. Nehme ich gleich mit, genau. Die gehen nächste Woche gleich nach Dänemark und werden da gleich auf Metaboliten untersucht. Das kann man ja vielleicht auch ganz gut schon am Fahren sehen. Das wäre eben ganz praktisch, wenn man das daran sehen kann, weil man dann nicht mal Blut abnehmen muss. Ja.
Und die Ausbeute ist weitaus größer. Kannst du das Kästchen dann mitnehmen? Ja. Haben wir alles? Ja. Das war's, ja. Okay, dann werden wir so weit. Okay. So, genug herumgedoktert für heute. Jetzt gibt's erstmal einen Drink. Die Humboldt-Pinguine sind nicht eingeschneit, sondern in der Mauser. Guck mal, was? Jetzt sieht man schön den Unterschied zum letzten Mal. Die Hälfte ist schon durchgemausert. Die andere Hälfte sieht noch aus wie vornehme Putzlappen. Ne? Ihr seht noch gar nicht schön aus. Aber zu denen, die noch nicht durchgemausert haben, gehören nun erstmal alle Eltern. Weil die erst mausern, wenn die Kinder abgesetzt sind. Also sind sechse von Haus aus alle noch in ihrem unschönen alten Kleid. Was völlig ausgeblichen ist, das sieht man ja hier ganz braun und auch rupfig. Und der jetzt hier gerade angewatschelt kommt, der ist in der Hochmauser sozusagen. Das sind die neuen Federchen unten schon drunter. Das sieht aus wie ein Teddybär. Geh mal ein Stückchen zurück, weil nämlich die neuen Federn drunter sind und die alten Federn abstoßen. Und deswegen sehen die dann aus, als wenn man mit einer Luftpumpe Luft unter das Gefieder gepustet hätte. So. Ja, wir gehen jetzt raus. Weitere Erklärungen gehen im Pinguinjubel unter. Würdest ihr mal bitte einen Moment den Schnabel halten? Ich will was erzählen. Hier vorne sind die Eltern von unserem Kind in der Höhle 1. Das sind die Blauen, die sehen oben. So, Jenny, füttern wir erstmal. So. Jetzt tut er wieder so, als wenn er zwei Tage nichts gekriegt hätte. Dabei haben sie heute früh erst gekriegt. Wahnsinn. Ja, dann sieht es ja so aus in der Natur, wenn sie da mausern, sind sie ja absolut gehandicapt. Da gehen sie nicht ins Wasser. Da stehen sie dann nur dumm an einer Stelle rum und warten, bis alles vorbei ist. Und deswegen muss das in 10, 14 Tagen über die Bühne gehen. Sonst haben sie dann eine schwere Zeit. Hier ist die Mauser offenbar kein Hinderungsgrund, sich in die Fluten zu stürzen. Keine Regel, ohne Ausnahme. Die haben irgendwie die Bücher nicht gelesen, wo drin steht, dass man das eigentlich nicht macht, wenn man mausert, aber kommt vor. Ja. Aber nicht lange, sind dann auch gleich wieder draußen. Wir haben immer einen Pinguin dabei gehabt, den haben wir aber unseren Hosenzupfer genannt. Weil der immer von hinten kam und ganz zart an Hosen zupfte. Egal, bei mir oder meinen Kollegen. Und jetzt wissen wir, dass das praktisch die Mutti ist von der Höhle 1. Die macht sich immer bemerkbar, indem sie dann ganz zart zieht, so nach dem Motto, ich möchte noch was. Das ist natürlich ganz praktisch. Praktisch, vor allem für die Mutti, solange der Vorrat reicht. Sophie, die schottische Hochlandkuh, hat ihr Kalb schon fast auf der Welt. Platz. Geschafft. So, die Sophie, die leckt es jetzt ab, also befreit es von den Eihäuten. Dadurch wird der Kreislauf angeregt und das Fell auch trocken geleckt. Das sind auch schon erste Kontaktlaute, die sie von sich gibt, um dass das Kalb sie praktisch auch an der Stimme dann erkennt. Während Nachbar Esel alle zur Verfügung stehenden Vokale aufbietet, sitzt Sophies Familie unter Leitung von Bulle Jürgen ihre Mahlzeit ganz unbeeindruckt fort. Also ich schätze mal, vom Kopf her, das könnte bald ein Bulle sein, wa, Martin? Ja, von hier sieht es kräftig aus. Der hat ziemlich einen großen Kopf, finde ich. Ja, schön kräftig. Mhm. Müssen wir bloß noch mal gucken, ob wir sehen können, was das dann für nicht schlecht ist. Ist ja bei Rindern recht einfach. Also auch die neugeborenen Bullen zum Beispiel haben schon recht deutlichen Hodensack, den man dann sieht. Muss man ja nicht dicht dran gehen. Tut deinem Kälbchen niemand was? Nein. Ja. Schlabber mal weiter. Ist fein, ja. Leck mal ab. Fein abschleckern, ja.
Ja, ist gut. Hat ja wunderbar geklappt, wa? Mhm. Oh, ja. Ja, sieht fast wie ein Buller aus, wa? Das Kälbchen gewährt Einblicke. Oh, ja, guck mal, wa? Da hängt was. Ja. Sieht aus wie ein Bulle. Ah, doch, guck doch, mal da. Ja, okay, hat sich erledigt. Ein Bulli. Und was für ein feiner. Ja, fein, Sophie. Sieht ja richtig erupt aus jetzt. Jetzt wäre langsam Stehen an der Reihe. Oh. So, und für das Kalb ist es jetzt wichtig, dass es dann bald aufsteht und auch die erste Milch trinkt. Die erste Milch ist ja die Kolostralmilch. Die ist besonders wertvoll, gehaltvoll, reich an Fett und Eiweiß und Vitaminen. Die hat dann auch leicht eine abführende Wirkung und dadurch wird auch der Darm besser entleert. Also das Kälbchen hat ja noch aus dem Mutterleib heraus Stoffwechselprodukte im Darm, die sogenannte Darmpech, was dann ausgeschieden werden musste. Das ist also so ein richtig dunkelbrauner Kot, so ein fester. Im Moment ist er noch keine Konkurrenz für Vater Jürgen. Noch nicht. Vom Hochlandrind zur Seekuh. Ihre Schwimmbewegungen sind etwas monoton. Das will ein Mann ändern. Daniel Hollin, seit 6 Monaten Seekuhpfleger. Er will wissen, wie gelehrig seine kleinen Lieblinge sind. Die Süßen sind Therese und Mira. Richtig hoch, Maus, richtig hoch. Sie stehen auf Daniel Hollin, fast so wie auf rohe Kartoffeln. Kannst mehr. Also ich hab das immer probiert und erst wollten sie nicht so und waren eher faul, aber wenn man da dann ein bisschen dran bleibt und denen nicht bei jedem gleich eine Belohnung gibt, dann tun die auch was fürs Futter. Ein guter Seekuhpädagoge. Nicht stänkern. Komm richtig hoch. Richtig hoch, Therese. Du kannst es. So ist fein. Also die Bullen zum Beispiel, die schwimmen die ganze Zeit im Wasser umher. Die kommen aber auch leider nicht, noch nicht schlecht. Und die Mädels waren immer so ein bisschen träge und ich denke, ein bisschen Bewegung tut auch denen gut. So richtig hoch, komm, richtig. Richtig hoch. Nee, schummelt wird hier nicht, richtig hoch. Verschmust sind sie trotz alledem, also. Das mit dem Bauch zum Beispiel, das mögen die eigentlich auch ganz gerne, denn da gestreichelt zu werden. So, komm, Mia, richtig hoch. Richtig hoch. Ich meine, das hier mit dem Rauskommen ist natürlich eher so eine kleine Spielerei. Aber auch ganz nett. Ja, du magst mein T-Shirt, was? Hier, nimm mal noch eine Kartoffel. Und dann zurück. Tja, Leistung lohnt sich eben doch. Zumindest für Seekühe.
richtig hoch. Richtig hoch. Richtig hoch. Fein raus. Das dritte Weibchen ist die Lisa. Die war immer ganz abseits. Aber die findet, die kommt immer dichter ran und guckt. Also ich hoffe, dass die nächste ist. Und wenn ich dann ins Wasser gehe, dass ich vielleicht auch irgendwann mal Kontakt zu den Bullen dann richtig herstellen kann. So ein Vertrauens. So, fein. Ja, ein Vertrauen halt finden auch zu den Bullen, dass die dann auch mal so Späßchen mitmachen wie die Beden hier jetzt. So, jetzt könnt ihr nicht mehr genug kriegen, oder? Ja. Platsch. Fein. Komm mal, du bist so schwer. Kiwi Ava hat nach dem Umzug von Bruder Kiora in den Vogelpark Walsrode schlecht gefressen. Der Trennungsschmerz. Wie geht's ihm jetzt? 850 so in etwa, oder? Ja. Ja. Zugenommen. Das ist ja schön. Ist auch ganz schön gewachsen jetzt schon, ne? Ja, finde ich auch. Man denkt, wie klein er war am Anfang. Ja, groß geworden. Und sieht auch richtig gut jetzt aus. Das vom Gefieder auch, ja, richtig glänzt schön, ne? Schön, ne? Da wird jetzt auch nichts mehr passieren. Denkt, der ist jetzt über den Berg. Denke ich auch, ja. Gut fressen tut er ja auch. Versteckt er sich. Ja, fast gar nicht. Hallo, kleiner Ava. Wir wollen dich mal noch mal genauer angucken. Deine Beine gut aussehen und den Schnabel. Na, mehr. Ja, das magst du nicht, das weiß ich. Ein tiefer Blick in die Augen. Ja, die Augen sehen schön klar aus. Gut. Ja. Die Beine sehen auch sehr gut aus. Der ist für sein Alter ziemlich kräftig, ja. Gut entwickelt. Na, ist gut, ist gut, ist gut. Ist wieder runter. Wäre hier schön, wenn er dann ausgewachsen ist, in einem Jahr, anderthalb Jahre, wenn er dann ein Weibchen bekäme. Das wäre toll, aber das kann man jetzt schwer voraussagen. Also unser ältester Kiwi, der Otto, der ist ja jetzt 27. Ist schon ein stolzes Alter und ich würde mal sagen, die können so 40, können die werden. Da hat Ava ja noch ganz schön was vor sich. Wieder in die Kiste gehen. Guck mal. So. Und so weiter schlafen. Die Abenddusche für die Elefanten im Zoo Berlin. Shaina ist ganz vernarrt in den Wasserschlauch. Umso schlimmer, wenn sie dann erst als Letzte dran ist. Rolf Becker muss aufpassen, dass sie sich nicht vordrängelt. Endlich. Shaina, komm hier. Nicht den Schlauch. Hier soll's herkommen. Shaina, down. Richtig down, runter da. Die findet Duschen schon immer toll, also Bahnen. Das ist ja eine Wasserratte. Habt ihr gerade so einen Durst hier? Stimmt ihr? Da habt ihr das Wasser. Aufstehen. Okay? Ja. Und weg ist es. Auf zum nächsten Höhepunkt. Nach dem Duschen geht's ans Futter. Geht's rein. So wie heute. Aber manchmal ist die Shaina auch ganz müde und schmeißt sich gleich ins Gras oder ins Heu und schläft dann, weil sie eigentlich ja nicht so dollen Hunger hat dann abends. Aber sie frisst jetzt. Umso jünger die Elefanten sind, umso mehr schlafen sie. Also die Shaina, die schläft 5-6 Stunden jede Nacht. Und die großen Elefanten, die schlafen 2-3 Stunden.
Das wissen wir ziemlich genau, als die Shaina noch nicht da war und wir hier Nachtwache gemacht haben und auf ihre Ankunft gewartet haben, da haben wir genau beobachtet, wie lange die großen Elefanten schlafen. Also das war, die Drumbo hat am längsten geschlafen, also die schläft so 4 Stunden und die Yoti und die Pangpa, die schlafen 2-3 Stunden. Dösen und fressen und schlafen. So verbringen die ihren Feierabend. Heute auch. Shaina hat noch etwas vor. Sie wirkt jedenfalls putzmunter, oder? Kann sein, dass sie sich jeden Moment ins Gras legt und dann schläft sie erst mal eine Runde. Könnte schon sein. Gustav. Ah, ah. Komm mal her, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal. Ja, ah, ah. Gustav und Zoo-Stammgast Hartmut Fietz haben viel Gesprächsstoff. Jede Woche. Ich komme jetzt das 3. Jahr. Also auch jede Woche, auch im Winter. Ich sitze auch im Schnee hier mit denen. Ich habe ja meine Isomatte dabei. Weil es einfach gut für meine Seele ist. Nicht einmal die Pfleger haben solch einen Schnatter Familienanschluss. Wie Hartmut Fietz. Der kennt die Tiere besser als wir. Er weiß genau, wie die Rangordnung zwischen denen ist. Er kann sich wirklich zwischen denen so verhalten und bewegen, als wäre er selber eine Gans. Also es ist interessant, wie einige Besucher auf die Tiere einwirken, was uns Tierpflegern verwehrt bleibt. Das erreichen wir nie. Ja. Die Pfleger nennen ihn Vogelflüsterer. Der Auslöser war Gustav. Gustav kommt auf den Schoß. Das ist Gustav. Das ist Horst. Horst ist der Leitganter. Der ist verpaart mit Emma. Das ist die kräftigste Gans hier von allen. Die hat auch im Grunde das Kommando. Diese beiden, das ist kein festes Pärchen, die nenne ich Quäki und das ist Gustav. Gustav hat sich vor 2 Jahren in mich verknallt. Ich genieße es eigentlich am meisten, wenn die Tiere sich denn zu mir legen und schlafen. Weil Gänse sind recht nervöse Tiere oder werden schnell nervös und greifen an. Und wenn ein Tier sich zum Menschen legt und da die Ruhe findet, das finde ich einfach großartig. Eine großartige, ganz haltliche Freizeitgestaltung. Tigerjunge Darius ist schon ein beeindruckender Halbstarker geworden. Aber immer noch sehr anschmiegsam. Sehnsüchtig wartet er auf die Streicheleinheiten seiner Lieblingspflegerin. Aber nur, wenn die Großen nicht gucken. Na, Darius. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Ja, ne? Erstmal schön waschen. Du bist doch ein süßer Kerl, doch. Na? Sag mal, es ist hier unser Kuschelbitter. Ja, da kuscheln wir immer mal ein bisschen, nicht? Ja, genau. Das muss nämlich auch sein für den kleinen Mann. Ja. Ja, geht's dir richtig gut heute? Na, das ist prima, du. Na komm. Hallo, hallo, mein Süßer. Na, sag mal, ne? Ja. Komm her. Na? Darius
ist Angelika Bergling tief verbunden. Daran merkt man eben, dass er das immer noch so richtig genießt und ein totales schönes Verhältnis eben auch zu uns hat. Und natürlich ist das für uns auch eine schöne Sache. Also ich genieße das immer, wenn ich mal ein bisschen Moment hier Zeit habe beim Saubermachen. Und hier, dann muss ich die Schleuse ja sowieso sauber machen und dann einfach ein bisschen zu ihm ran und er kommt dann und wartet schon und kommt dann einfach mal kurz kuscheln. Das ist für ihn wichtig, aber für mich ist es genauso wichtig. Aber es ist schon ein Ding, wenn man so sieht, was er jetzt für riesige Pfoten hat. Also ich sage immer, meine Hände, die sind ja doch ein bisschen größer so eigentlich. Nicht so eine zarten Damenhände, aber gegen seine Pfoten wirken die ganz klein und zart. Ist auch mal schön. Nicht? Du? Ja, was ist denn los? Du bist ja... Oh, so schöne Zähne hast du, Junge, Junge. Ach, du bist so ein verrückter Knopf. Ach, du Spinner. Verspielter Knopf ist das. Hm? Du kleiner Kerl. Füße weg hier. Hier ist mein Revier. Hm? Das ist mein Revier, jawohl. Hm? Und das ist dein Revier. Jo. Der ist ja enorm groß für sein Alter. Er ist ein richtiger toller Prachtkater. Ich denke mal, wenn wir nächstes Jahr vielleicht für ihn ein schönes Weibchen hätten, wäre das sehr schön. Also wenn er so 2, 2,5 ist und wir hätten dann eine junge, zarte Dame für ihn. Aber ganz so zart darf die gar nicht sein, weil er so ein Brocken ist. Nicht? Wie sieht's aus? Mädchen? Nächstes Jahr? Das wäre doch was, ne? Und ab. Also bei ihm muss man einfach sagen, der ist einfach so ein positives Tier. Da muss man sich immer mit ihm freuen. Also, ja. So, tschüss, mein Freund. Müssen wir wieder was machen? Ja? Kuscheln. So, tschüss. Reicht die Pfote, Freund. Kuschel, kuschel, kuschel. So, tschüss. Na, machst du dir einen gemütlichen hier? Ja, das ist in Ordnung. Der ist einfach schön. Ein Prachtkater eben. Knut bekommt ein großes Geschenkpaket. Was zum Fressen oder zum Spielen? Wir helfen beim Auspacken. In der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Co.